Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal der Shisha Brothers. Heute gibt es mal etwas, was wir so noch gar nicht gemacht haben auf unserem Kanal. Wir werden eine Tabak-Blind-Erraten-Challenge machen. Challenge? Hatten wir so noch gar nicht. Nee. Das bedeutet, einen von uns wird ja das Augenlicht genommen, in dem Fall durch eine Augenbinde. Dann hat der andere 10 Tabaksorten aus meiner wunderschönen Sammlung. Ihr habt es ja gesehen, da ist auf jeden Fall einiges vorhanden. Video ist auch nochmal oben verlinkt. Das Punktesystem machen wir folgendermaßen. Für die richtige Marke gibt es einen Punkt, für die richtige Sorte gibt es einen Punkt und für die richtigen Inhaltsstoffe, für die richtigen Aromen gibt es nochmal einen Punkt. Und sobald er das geschafft hat, wird das Ganze natürlich zusammengezählt, wie viel er geschafft hat. Und dann wäre der Gegenüber dran und hat auch nochmal die Möglichkeit, 10 Sorten zu erraten. Ich hole jetzt was zum Verbinden und dann geht's los. Jawohl. Ja. So, also Augenbinde haben wir, Freunde. Ich verbinde jetzt dem Paul die Augen. Dann siehst du. Alter. Hier passiert ganz gruselige Dinge. Ich werde jetzt den Test machen. Ich muss ja einmal den. Alter, ich sehe schon, du triffst mich kleiner. Also, ich glaube, er ist blind. Ja. Gar nicht so einfach. Es könnte alles so einfach sein. Es ist aber nicht. Also, ich habe jetzt 10 Sorten rausgesucht. Ich zeige euch jetzt einmal ja, die erste Sorte. Wir machen das Ding auf und halten es dem Paul mal unter die Nase. Und, schon eine Idee? Den Geruch kenne ich auf jeden Fall. Insgesamt darfst du 3-mal schnuppern. Okay. Es hat auf jeden Fall was Zitrusartiges, aber auch irgendwie so einen leichten cremigen Touch. Ich würde sagen, Inhaltsstoff ist Zitronenkuchen, Marke ist X-Ray und so das Hillbilly. Falsch. Fuck. Falsch. Hierbei hätte es sich um den 187 Sparkling Ice-Tea gehandelt. Oh nee, Zitroneneistee. Wo Zitrone-Eistee drin ist. Also, erstmal schon mal nix. Oh nee, aber ja gut, Zitronenkuchen. Ja, okay. Ja, Freunde, als nächstes kommt einmal dieses Prachtexemplar, werden die meisten von euch auch kennen. Bereit, mein Junge? Ja. Oh, ich kenne den Geruch, welcher ist es denn? Ich würde auf jeden Fall auf den Holster Mr. John tippen. Holster Mr. John ist schon mal richtig. So, jetzt kommen wir nochmal zu. War das Ananas? Dem, was drin ist. Da hast du jetzt nochmal einen Versuch, mir zu sagen, was du meinst. Ja, ich gehe mit Hauptkomponente Ananas. Drin gewesen wäre Ananas, Pfirsich und Zitrone. Als nächstes haben wir hier einmal diese Marke. Wenn du den hier errätst, wäre schon schwach. Der erste Riecher kommt jetzt. Okay. Oh, scheiße, nee. Ich dachte im ersten Moment an True Passion Vampire Nights, aber da kommt irgendwas Würziges mit durch. Boah, ich habe gar keine Ahnung. So, 3 Züge sind weg. Es ist auf jeden Fall der, ich würde tippen, ist der True Passion Ginger Black. Okay. Mit Ingwer Zitrone? Nein, komplett falsch. Fuck! Es wäre der 030 Sternenstaub gewesen. Was? Mit Komponente Grapefruit. Darf ich den mal riechen? Ja, darfst du. Vor allem, da war ich ja mit Vampire Nights erst gar nicht so falsch, ne? Ja, indirekt schon. So, Leute, kommen wir zum nächsten. Auch das ein Tabak, den der Paul schon geraucht hat. Bereit für den ersten Zug? Ja. Geht auf jeden Fall wieder in die Zitrusrichtung. Ich würde fast sagen Zitruslimette, irgendwie sowas. Ich sag Zitrone, Limette, 187 Mr. und Mrs. Green. Vollkommen richtig. Richtig? Ja. Das ist eigentlich eine sehr geile Sorte. Ist das eine alte Charge oder eine neue? Das ist noch die alte Charge. Und was ist drin? Ich sag Zitrone, Limette. Okay, dann gibt es für Limette einen Punkt. Hm? Die anderen Komponenten wären Mineralwasser und Puderzucker gewesen. Ja, ich weiß, das ist brutal und keine Ahnung, wie man das rausriechen soll. So, jetzt kommt hier ein Tabak. Ich verrate nicht zu viel. Wollen ja keine Tipps zu geben. Bestimmt eklig, hä? Lass dich überraschen. Bereit für den ersten Geruch? Ja. Auf jeden Fall kühl, so Kaugummi-Richtung. Okay. Also eher so Airwaves, also Minzkaugummi. Hm? Du hältst mir dann Minzkaugummi unter die Nase. Keine Ahnung. Mazaya-Sorte, weiß ich nicht. Inhaltsstoff-Kaugummi. Minze-Kaugummi. Okay. Gewesen wäre es Nameless Black Nana. Und what? Was ist drin? Traube, Minze. Das ist Black Nana? Das ist Black Nana. Lass mich da mal riechen, bitte. Bruder. Ja. What the fuck? Riecht
Original wie Minzkaugummi. Gut, als nächsten Tabak habe ich mir diesen rausgesucht. Auch als Review bei uns auf dem Kanal. Ja, das ist schon mal ein guter Hinweis. Wenn du denkst, ich glaube nicht, dass das dir viel helfen wird, aber... Limette Cola, Fibtis Lime Coco. Richtig. Ja. Richtig. Ja, der Tipp doch gut geholfen, oder? Mit dem, naja, das als Review. Es war halt ziemlich eindeutig. Die Cola-Note kam halt stark durch, ja, und die Limette auch sehr stark. Und ja, so lange ist es ja noch nicht her, dass wir den geraucht haben. Ja, ich glaube, es war trotzdem ein guter Tipp. So, Freunde, als nächstes habe ich mir diesen Tabak einmal rausgesucht. Bereit für den ersten, ja, Zug? Ich kenne den Geruch auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Für dich. Fuck, was ist das? Ich würde wieder sagen, es geht so in der Zitrusrichtung. Okay. Wobei auch ein bisschen für... Nee, Kirsche. Kirsche. Ja. Hukain Cherry Skittles. Und liebe Kirsche. Freunde, das Ganze ist natürlich falsch. Nein! Das ist es. Wir haben einmal den Fumari Maison Bleu. Was? Gewählt. Ups, alles gut. Das ist ja völlig falsche Richtung gewesen. Und das Ganze ist Blaubeermuffin. Als nächsten Tabak haben wir einmal diesen hier. Bruder. Es geht auch wieder so in diese Keksrichtung. Keks, Kuchen, Teig, irgendwas. Okay. Das kann ich jetzt nicht besonders. Auf jeden Fall irgendwas Süßes, Kuchenartiges, Teigmäßiges. Okay. Extra Hillbilly, Zitronenkuchen. Und, meine lieben Freunde, das ist bestimmt falsch. Das Ganze ist natürlich richtig. Echt? Wir haben hier den Extra-Hillbilly mit Zitronenkuchen. Ja? Halleluja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und als nächsten Tabak haben wir einmal diesen hier. Boah. Oh, pfui Teibel, Junge. Im Kopf habe ich natürlich hier True Passion, diese Blaubeer-Scheiße. Okay. Ich gehe mit O's Tobacco African Queen Früchte-Mix. Und das Ganze ist natürlich... Richtig. Echt? Nein, natürlich nicht. Wir haben hier einmal den Bushido Sonny Black. Ah, stimmt, der hat es auch. Ich wusste, dass du den geraucht hast, ja, deshalb, und du fandst ihn nicht so nice. Scheiße. Deshalb habe ich den ausgesucht. Nach den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, den habe ich auch noch zu Hause stehen. Der hat auch dieses eklige Aroma. So, als letzten Tabak haben wir nochmal etwas Schweres ausgesucht. Es dreht sich um diesen Tabak. Erster Zug jetzt. 187 Skittles. Und was ist drin? Skittles. Also. Ja, also Skittles ist das, ist nicht die Angabe, die getätigt wird. Da sind richtige Sorten drin. Bruder, Alter. Und da sind drin. Was? Kirsche, Traube, Ananas, Zitrone. Dann bekommt der Paul genau einen Punkt nochmal dafür. Drin wäre gewesen Erdbeere, Johannisbeere, Limette, Orange und Zitrone. Das bedeutet, der Tabak war schon mal richtig. Es handelt sich hierbei um den 187 Skittles. Damit soll ich alle durch haben, oder? Damit hat der Paul alle durch, darf seine Armbinde abnehmen. Seine Armbinde wahrscheinlich? Seine Kopfbinde. Boah, Bruder. Das war außergewöhnlich, hä? So, liebe Freunde, meine Sorten sind durch. Ich würde sagen, ich suche jetzt anfangs mal ein paar schöne Sorten raus und dann schauen wir mal, wie viel der Eingangs erhält. Ich habe keine Ahnung, wie ich, weil blind macht man das halt wirklich, ja, so gut wie gar nicht. Ja. Da war Glitter. Gut, okay. So, liebe Freunde, es geht los. Die Sorten von Alphons sind rausgesucht. Oha. Ich habe hier die erste Sorte. Was denn, welche? Das wirst du ja wahrscheinlich gleich sagen können. Achtung, hier kommt der erste Schnupperzug. Okay. Okay, das Ganze ist der X-Racher Maniac Number 9 und das Ganze ist Orange Limonade. Willst du nochmal ein zweites Mal ziehen oder ist das deine finale Antwort? Ich werde nochmal dran riechen, ja. Okay. Will ja nur meine Antworten immer teilen, weißt du? Ich bleibe bei meiner ersten Aussage. Dies war? Die war X-Racher Maniac Number 9 und das Ganze Orange Limonade.
Ja, das ist natürlich richtig. Oh, oh. Junge, jetzt hatte ich gerade richtig Schiss, ne? Volle Punktzahl. Oh, okay, nice. So, dann haben wir hier einmal. Das sieht man gar nicht richtig, ja? Sieht man das? Hier. Sagst du mir auch, wenn es unter der Nase ist? Hier kommt dein erster Zug und wir sind da. Okay, ich würde sagen, das Ganze ist Somo Splash Joy. Und das Ganze ist, jetzt wird es schwierig, Kirsche, was war denn das andere? Das war so schwer. Dann hätte ich gerne eine finale Antwort. Also die finale Antwort ist Somo Splash Joy. Was drin ist, das wird definitiv nicht komplett richtig sein, bin ich mir sicher. Kirsche, vielleicht noch Minze und Limonade. Den Hersteller und die Sorte hast du erstmal richtig. Ja. Es ist drin Kirsche Erdbeere. Ah, fuck. Ja. Okay. Kirsche Erdbeere, na, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, okay. So, wir kommen zur nächsten Sorte. Das ist einmal die hier. Ja, welche? Sag's mir. Hier kommt der erste Zug. Wir sind da. Ich denke, ich weiß, was es ist. Okay, bist du dein zweiten Zug? Ja. Wir sind unterwegs und wir sind da. Hast du schon eine Tendenz, wo es hingeht? Ja. Willst du uns die verraten? Oder erstmal noch nie? Ich bin mir ziemlich sicher, also zu 99,9%, dass es der 187 Safari ist. Was drin ist, ist einmal Ananas, das weiß ich. Und bei dem Rest bin ich mir noch nicht sicher, weil das war ein bisschen viel, was da drin ist. Mhm. Gut, finale Antwort, 187 Safari. Was drin ist, Ananas, Limette, Maracuja. Hersteller und Sorte hast du wieder richtig. Ananas hast du auch richtig. Der Rest wäre gewesen Drachenfrucht, Grapefruit, Zitrone. Ja, mega schwer. So, wir haben jetzt hier einmal diese Sorte. Na? Ich schieb's dir mal rüber für den ersten Zug. Ja, sag, wenn es wieder da ist. Da sind wir. Ich kenne den Geruch. Aber ich komme gerade noch nicht auf die Marke. Ah! Jetzt habe ich es. Also ich habe eine sehr starke Tendenz. Es ist definitiv Energy, Red Bull Energy. Jetzt ist die Frage, es kann einmal der Pure Energy von Starline sein, es kann der 7 Days Monster sein und es kann der 030, der hatte auch einen Red Bull. Ich gehe mit dem, in Zug kann ich den nochmal nehmen, ne? Nee. Irgendwann ist er Feierabend. Ja, ist ja gut. Oh, das ist halt schwierig bei dir. Wenn ich jetzt hier rede, aber gleich. Weil die sind ja relativ gleich gewesen, alle. Die sind, ja. Die sind's. Gut, ich gehe mit dem 7 Days Monster Geschmack Energy Drink. Sagst du so? Ja. Ist leider falsch, es ist der 030 Rot. Aber Geschmack Energy Drink ist natürlich richtig. Scheiße, ich sag dir, das ist halt so schwer, ja. Weil die wirklich fast identisch gerochen haben. Ja. Du Arschloch, ey, du Arschloch, das war gemein von dir. Das war mega gemein. Das wird interessant. Wir haben hier einmal den guten Mann hier. Hier kommt der erste Zug. Ja. Wir sind da. Ich weiß, die mag ich schon mal. Ziemlich sicher sogar. Aha, was würdest du da sagen? Fumari. Okay. den Geruch von Fumari, der, weiß nicht, der hat sich irgendwie in meinen Kopf gebrannt. Zug Nummer 2. Wir sind da. Okay, ich habe eine Sorte. Die da wäre? Waste Swirl. Das müsste Himbeermuffin sein. Meine feste Antwort ist Fumari Waste Swirl Inhalt Himbeermuffin. Das ist absolut richtig. Ja, also es ist cremige Himbeere, aber Himbeermuffin würde ich zählen lassen an der Stelle. Wir haben hier einmal den guten Tabak hier. Hier kommt der erste Zug. Ich lege mich fest auf Smoke Ice, Gummy Mellow und Sorte Melone Kaugummi. Dann ist die Wassermelone leider das einzige, was hier richtig ist. Es handelt sich um den Bushido CCN Flavor Holunder Limonade Wassermelone. Echt? Ja. Junge, da lag ich ja komplett falsch, ey. Dann haben wir hier als nächstes. Ah, na komm. Oh, du Wichser. Den hier. Wir sind da. Hast du eine Idee, wo die Reise hingeht? Ja, Geruch kenne ich, aber Marke, Sorte, gerade noch gar nichts im Kopf. Sorte auch nicht? Nee. Okay, Nummer 2. Doch, Sorte mittlerweile schon. Was würdest du sagen, wohin geht's? In Richtung Almasiva Ghetto Cola.
Und das Ganze war Birne Cola. Ich lege mich fest, Alma Siva Ghetto Cola. So, da ist uns tatsächlich die Speicherkarte vollgelaufen. Mit dem Alma Siva Ghetto Cola hatte der Alfons natürlich vollkommen recht. Birne Cola war drin, ja. Hat er auch so gesagt, also volle Punktzahl. Des Weiteren hat er noch den Genie da Bomb richtig erraten. Das ist jetzt leider bei uns nicht in der Aufnahme gewesen. Ich werde dem Alfons jetzt nochmal einen neuen raussuchen. Wenn er den auch richtig errät, kriegt er halt dafür auch nochmal die Punkte. Mhm. Ansonsten halt nur für den Genie da Bomb. Als nächstes haben wir das gute Stück hier. Ich würde sagen, hier kommt der erste Zug. Ja. Sehr, sehr schwer. Würde ich dir zustimmen? Ja, schwierig. Ich würde mich jetzt einmal festlegen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Marke 187, Sorte, was nehmen wir da? Pink Mellow. Geschmack, Birne, Melone. Das ist absolut falsch. Ja, ohne klar. Das Shisha Syndicate Uludag. Ach, Uludag. Ja. Jo, okay. Weiter geht's mit diesem Prachtexemplar. Das ist auch wieder was ganz Feines, würde ich sagen, an der Stelle. Der erste Zug, hier kommt er. Oh, es ist sau schwer, weil es wieder irgendwas mit Orange ist. Okay, ich lege mich jetzt erstmal fest, bin ich mir echt unsicher, und würde sagen, Starline, Summerfizz und Orangenlimonade. Orangenlimonade ist absolut richtig, aber es ist der Smoker Fantastico. Echt? Ja, fuck. So, mein Freund, jetzt kommt's nochmal knibbeldick. Hier haben wir noch einmal das gute Stück. Holla die Waldfee, sag ich da. Hier kommt der erste Zug. Es geht in die Richtung, die du nicht magst. Es kann jetzt einmal der O's Tobacco African Queen sein. Es kann der Hokkaido Food Ninja sein, den wir aktuell hatten. Und es kann Mad Mouse Master Mix sein. Ich sage, das ist der Hokkaido Food Ninja. Geschmacklich war es Karamell, süße tropische Früchte und ja, Fruchtbombe. 18 verschiedene Früchte. Okay. Das ist deine finale Antwort? Okay. Jetzt mittlerweile bin ich mir unsicher, ob es der ist, weil die cremige Note irgendwie gerade gar nicht so da war, die Karamellnote, aber okay, ja. Das also ist deine finale Antwort? Ja. Okay. Es ist leider der O's Tobacco African Queen. Oh. Aber Früchtemix ist natürlich absolut richtig, also zumindest ein Punkt an der Stelle. Ja, damit bist du durch, Minion. Du Arsch, Alter, warum suchst du mit denen raus? Wir haben es hinter uns. Ich denke, man kann festhalten, dass du mit deutlich Vorsprung gewonnen hast. Ich glaube, du hast 3 Sorten nicht erraten. Okay. Ansonsten alles andere top. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob wir sowas mal öfter machen sollen. Und am allerwichtigsten ist natürlich, ist das Däumchen oben. Wird man dich loben. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.